Mitgebracht, denn das hier, das ist das Kochduell. Ich strafe heute meine Kritiker Lügen, wenn sie dann immer sagen, der Winterscheid, der kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ich werde heute das Gegenteil beweisen. Ich werde heute Moderator und Kandidat in meiner eigenen Show sein. Ja, ich bin ein Genie. Dankeschön. Dankeschön. So, ich werde heute einen Sternekoch der Küche besiegen. Er ist eindeutig die bessere Hälfte von Laughter und Lichter. Ladies and Gentlemen, hier ist Johann Laffer! Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Hallo Johann. Ja, wir haben schon ein bisschen aufgedeckt. Da kommen wir gleich zu. Ja? Ja, ich schmunzel schon, Entschuldigung. Vielleicht einmal ganz kurz, um so ein bisschen reinzukommen in den Abend. Johann, wann zuletzt vor Wut gekocht? Gestern. Wirklich? Ja. Was passiert? Also erfahren, dass du hier hin musst. Nachdem ich die Einladung bekommen habe, ja. Ich muss hier hinkommen. Okay, habe ich mir was denken können. Aber ganz kurz, sonst alles gut? Du bist topfit? Du bist gewillt hier? Ich habe gehört, ich sollte jetzt irgendwas hier kochen, aber was, richtig, weiß ich nicht. Ich zeige es dir. Wir haben ein Gericht vorbereitet, was wir beide gleich, unabhängig voneinander natürlich, jeder für sich kochen müssen. Danach wird bewertet, wer hat es besser gekocht. Das hier ist das Gericht, das wir kochen werden. Tada! Wir schauen einmal kurz hin. Das sind grüne Spargel in Speckmantel, dazu ein bisschen Bratkartoffeln ebenfalls mit Speck und ein Spiegelei oder auch zwei mit ein bisschen Zitronenvinaigrette alles noch. Kredenzt. Und deshalb habt ihr mich hierher geholt. Deshalb haben wir dich hierher geholt. Jetzt lachst du noch. Denn du fragst dich wahrscheinlich, wo ist die Küche? Ich sag's euch, hier. Ha! Tada! Das sind Miniküchen im Maßstab 1 zu 12. Und darauf wird gleich gekocht. Und zwar dieses Gericht, was wir da sehen. Wahnsinn. Vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, es ist faktisch ein richtiger Internet-Hype. Es gibt Menschen, die machen das, ich würde sagen professionell, weil diese Videos, wir können ja vielleicht mal kurz reingucken, haben Millionen von Klicks, die zaubern wirklich Gerichte vom Allerfeinsten nach, aber halt in Miniaturmaßstab, 1 zu 12, as said. Und die große Kunst da ist natürlich alles so zu machen, wie es man sonst auch macht. Ist das die Küche zum Abnehmen oder was ist das für eine Küche? Nein, das hat nichts mit Abnehmen zu tun. Das hier ist nämlich nicht das Kochduell, sondern das Kochduellchen. Jawohl. Und damit wir es noch perfekt machen, hier habe ich noch die alte Jacke an. Zack, boom, jetzt ist das Kochduellchen-Jäckchen hier. Jawohl. Ja, Ziel ist es quasi, das Gericht, was wir hier vorne liegen haben, so identisch wie möglich nachzukochen. Und natürlich auch muss es so schmecken. Wir haben nachher noch eine Jury, da kommen wir dann später zu, die darf probieren. Und die entscheidet dann, wer von uns beiden der Bessere gewesen ist. Und wie groß ist der Teller? Die erste Frage, wo kommt das drauf? Wo kommt das drauf? Ich kann das mal hier ganz kurz zeigen. Was? Auf diesen Teller. Nee. Nee. Auf diesen Teller wird angerichtet. Auf den Teller hier? Ja. Du hast den schwarzen Teller, ich habe den weißen Teller, denn es wird nachher blind verkostet, damit niemand sagen kann, es ist quasi. Ja. Du? Was willst du denn da drauf machen? Ja, wenn du das so groß kochst, kann ich dir sagen, passt das nicht. Das musst du schon kleiner machen. Okay, alles klar. Verstanden. Gut, dann würde ich sagen, sind Sie bereit? Dann starten wir die Zeit. Wenn wir den Sound nochmal hören, eine Minute. Du musst aufpassen, es ist wirklich heiß. Wichtig für Sie vielleicht im Publikum, falls Sie applaudieren wollen oder so, auf gar keinen Fall so, weil das wäre zu viel Wind für unsere kleinen Arbeiten hier. Applaudieren Sie bitte nur so. So, also ich würde sagen, wir legen los, oder? Jetzt muss ich ganz kurz mal logisch überlegen. Der Spargel braucht wahrscheinlich am längsten, die Kartoffeln brauchen am längsten. Dann fange ich mit den Kartoffeln an. So, geht los? Geht los. So, jetzt müssen wir anfangen. Haben jetzt müssen wir, ja. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln, ich schneide das mal hier runter. Wichtig ist, dass Sie da immer eine Kartoffel in der richtigen Größe nehmen. Ach
Gott, ist das ein... Ja? Sehr gut machst du das, Joko. Oh, hast du das denn gemacht? Sag mal, wer hat sich denn so einen Scheiß einfallen lassen? Wenn Sie mich anfeuern wollen, oder Johann, bitte nur flüstern, ja? Wir können das ja mal ausprobieren. Joko, Joko. Sehr gut, danke. Wir können das zwischendurch gebrauchen. Schau hier, so schneidet man richtig große Bratkartoffelscheiben. Gleichmäßig hier, siehst du hier, das sind Bratkartoffeln, mein Freund, ja? Bratkartoffeln sind rund, nicht eckig. Da kommt man zu Winterscheidt nach Hause da. Was ist bei dem? Da ist alles eckig immer gewesen. Sie können aber natürlich auch gerne mal Johann Lafer anfeuern. Aber leise. Oh, guck mal hier. Feuer, das kocht. Das brät sogar. Sensationell. So, Kartoffel haben wir schon mal. Den Spargel, wie kochen wir den? In Wasser am besten. Hm? Spargel müssen wir kochen, den kochen wir hier. Simon, Schluck. So, wie mache ich jetzt aus dem großen Spargel einen kleinen Spargel? Da hätte ich schon eine Idee, aber das verrate ich dir nicht. Oh, guck mal, wie das brutzelt. Voll gut. Warte, ich muss mal hier ganz kurz... Stell dir mal vor, du musst jeden Abend so dein Abendessen kochen. Stell dir vor, du machst ein Restaurant rum, du wirst steinreich, mit einer Kartoffel kannst du 1000 Leute füttern. So, wo ist denn der Speck? So. Wissen Sie, was wir mal machen können hier im Publikum? Kennen Sie den Mini-Song? Ich sing Mini-Mini und Sie singen Badi-Bidi-Bi. Mini-Mini. Mini-Mini. Vielen Dank. Das ist faszinierend. Aber hier, guck mal. Leute, jetzt ist der scheiß Stiel abgebrochen hier. Guck mal, hier. Oh, sag mal. Ja, wirklich. Der ist zu heiß. Das gibt's ja gar nicht. Was hast du denn da für wunderschöne Bratkartoffeln gezaubert? Hier, guck mal hier, da, schau her. So, hier gibt's gar nicht mal im Restaurant, so schön sind die hier. So, boah. Wahnsinn. Genau. Super, wie sind deine? Wie machst du nur eine Kartoffel? Nee. Die sind jetzt schon schwarz. Nein, das ist die Zwiebel. Ach so, entschuldige. Außerdem, das habe ich beim Melzer genannt, das sind Röstaromen, hat er mal gesagt. Okay, gut. Guck mal hier. Wenn es so heiß ist, gibt es auch Handschuhe hier. Ne? Du kannst auch Handschuhe anziehen. Ja, das macht nichts. Die kleinen roten. Du weißt, wer heiß anfassen kann heiß lieben. Das weiß ich, ja. Wenn das einer weiß. Bist du denn ein heißer Liebhaber, Johann? Das ist eine andere Sendung. Das ist eine andere Show, okay, warte. Wahnsinn. Welche Show wäre das? Die hätte ich auch, würde ich sofort mit dir machen. So, den muss man ja dann auch. Jetzt habe ich aber doch nur eine Pfanne. Sieht noch viel besser aus. Das wird hier, das wird. Die werden. Haben wir Butter da? Das ist ja Wahnsinn. Salz. Was wird so eine Portion in deinem Restaurant kosten? 20, 30 Euro? 29,90. So. Ich habe das Gefühl, sie sind gerade alle so fast... Ah! Man sieht die Flamme nicht, das ist teuflisch. Ehrlich, wahr? Ja, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, sie müssten alle jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Stimmung machen. Nee, die Spargelstange ist nichts da. Na, warte. Aber vielleicht kriegen wir das hin, wenn sie eine Laola machen, aber keine große, sondern so. Können Sie alle nur, wir fangen hier außen an? Können wir einmal hier außen anfangen? Wir könnten ein Restaurant aufmachen. Ja. Für aber sehr kleine Leute, so wie Klaas. Wie Klaas. Ja. Ja. Den merke ich mir aber auch. Ein Gag einfach komplett vergehen lassen und 30 Sekunden später nochmal sagen. Und dann zündet er. Finde ich gut. Ja, du. Das ist mein Humor. Auf. Oh, fuck, ich muss mal ganz kurz die Handschuhe anziehen. Was? Den raus da, den Spargel. So, jetzt muss ich Spiegelei. Wie macht man das am besten? Also ich würde es so machen. Ich habe eine Idee. Shit. Johann, ich bin fairer Sportsmann. Ja, danke dir.
Das geht nicht. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht, das Spiegelei. Guck mal her, da kannst du sogar das Ei auf der Platte braten. Ja, dann vielleicht machst du es einfach so. Ja, das Bad. Wie so. Oh, was? Was? Hä? Letzte Minute könnt ihr sich einfach hier die Zeit machen, wie ihr Bock habt. Wir müssen erstmal das Essen fertig haben. Wo ist meine Schnabel? Wir müssen noch angerechnet haben in der Minute, Johann. Ich schaff's, komm. Komm her. Drei daneben. So. Kann ich anrichten? Ja, fang an, wenn du soweit bist, gerne. So, Bratkartoffeln, zwei Stück reichen. Zitronenvinaigrette. So. In Form von einem Tropfen. So. Drauf, ein hier noch ein bisschen. Speck drauf, ganz wichtig. So, dann wo ist meine Spargelstange? Hier, guck mal, wie schön die gebraten ist. So. Weißt du, was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen muss? Ich hab dir ja gar nicht gesagt, worum wir spielen. Um was denn? Guck mal, um ein Michelinchenstern. Du könntest das erste Restaurant in Deutschland sein, das sich einen Michelinchenstern an die Tür hängen darf. Und das goldene Mini-Messer. Kriegen wir das eingefangen hier? Ich hau den Pfeffer jetzt klein. Shit. Scheiße. Warte. Guck mal hier, Leute. Letzten 10. Spargel, Bratkartoffel, Spiegelei, Zitronenvinaigrette, fertig. Bei dir auch, oder? Hab ich auch. Ich habe hier ein Brettchen für dich. Da kannst du es gerne draufstellen. Schau mal her, kannst du das einfach hier mittig drauf. Ich stelle meins auch drauf, dann können wir es gleich verdecken. Der Mann, der jetzt kommt, der muss aber großen Hunger haben. Ja, der hat 2 Wochen nichts gegessen. Wirklich? Ja, extra so, nur für heute. Ich bin fertig jetzt hier. Sehr gut, aber weil der Mann, der jetzt kommt, du musst gleich noch die Angeber. So, danke schön. Wunderbar. Schon mal Applaus für dich, vielen Dank. Super, danke. Wir nehmen das mit nach vorne. Das Michelinchen kommt natürlich auch noch mit. Dann stellen wir das hier vorne hin. Das ist nämlich, kann er sich nehmen, was er möchte. So haben wir es schön angerichtet. Es geht um nicht weniger als das Michelinchen-Sternchen. Und wir haben jetzt einen Juror in einer Essenshow zu sein. Das ist für ihn nichts Neues. Er hat heute Cheat Day, Ladies and Gentlemen. Hier ist Rainer Kallmund. Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen. Standing Ovations. Nimm Platz. Lieber Kalli. Ist das der Gruß aus der Küche hier, oder was? Das ist der Gruß aus der Küche. Wir sagen dir nicht, wer was gekocht hat, lieber Kalli. Hier ist aber der Punkt, die Frage ist, kennst du dich mit kleinem Essen aus? Ja, wenn du mich siehst. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, meine Knochen sind so schwer und meine Gene sind so beschissen. Nee, ich esse zu viel, mir wehe mich zu wenig. Dadurch habe ich eben die Gewichtsklasse und ich esse sehr gerne. Du isst sehr gerne, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle, denn beim Kochduellchen gibt es Gerichte für richtige Schleckermäule, aber in sehr, sehr klein. Du willst aufdecken, ne? Du kannst nicht abwarten. Hast du Hunger mitgebracht? Na, ich guck mal. Schau dir an. Klein, klein. Ist hier nicht versteckte Kamera oder was? Nein. Verstecktes Essen eher. Besteck liegt da vorne, guck mal. Bedeck mir mal. Besteck liegt hier, du kannst dich bedienen. Es ist ein grüner Spargel, ja? Im Speckmantel. Dazu kredenzen wir ein Spiegelei vom Freilandhuhn, Bio-Qualität, selbstredend. Und das Ganze verfeinert mit einer Zitronenvinaigrette und Bratkartoffeln. Der Anspruch ist, es muss schmecken wie ein Gericht in der Größenordnung 1:1. Das ist das Gericht in der Größenordnung 1:2. Also ich muss sagen, hier unter der schwarzen Haube ist zwar sehr wenig, aber es schmeckt. Eigentlich vorzüglich. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich schleppe den Teller aus, ne? Wie früher. Also das war schon beachtlich lecker. Jetzt fange ich hier an. Ist das hier? Ach, das ist ein weißer Teller. Ich dachte, das wäre das Ei gewesen. Gott sei Dank hast du dich in einem Abs reingeschmissen. Hätte ich beinahe den Teller weggeputzt, ja, wenn er zu drauf frischt. Ein bisschen kühler hier, ne? Aber nicht im Finger beißen jetzt. Sollte, ne? Speck ist die einzige Fleischbeilage. Also hier merkst du schon den Unterschied. Bei der silbernen Galosche lecke ich den Teller mal nicht aus.
Und bei der Schwarzen musste ich den Teller auswaschen. Ja, ich hätte sie gerne mitentscheiden lassen, aber das war ein bisschen wenig. Sonst hätte man dann wäre da immer so ein bisschen Publikumsentscheidung. Und aber was sagst du denn? Also ich habe ja schon anfangs gesagt, hier der kleine schwarze Teller, der Dressing war gut, Kartoffel war besser. Für mich ist der klare Sieger, um es nicht so kompliziert zu machen. Schwarz, ehrenhafter Zweiter. Dann würde ich sagen, Gratulation, Jörn Lafer. Ein weiteres Sternchen kommt hinzu, ein Michelinchen-Sternchen. Alles gut. Rainer, vielen Dank. Danke, dass Sie gute Sitze in Jörn Lafer, Rainer Kalm und meine Damen und Herren, das war Koch-Duellchen, die einzige Show, in der klein wirklich groß rauskommt. Wiedersehen. Dankeschön. Ciao.